vorstellen. Ich hatte ja vielleicht schon mal erwähnt, dass mein Cousin so urbane Kunst macht, war. Also mit Linoleum, Linolschnitt macht er so urbane Kunst, war. Da ich jetzt mal, wollte ich mal zeigen, war, weil ich will auch mal sagen, was da mich jetzt dann berührt war. Also dieses Bild, das ist für mich die Stadt aus Eis. Ja. Das ist, wie man vielleicht nicht sehen kann, jetzt, das ist alles ganz gruselig auf dem Bild, war. Das sieht aus, also das ist einfach bloß so und, ja. Da ist nicht mehr viel, da gibt es keine kleinen bunten Läden mehr. Das ist, gibt's nur noch Shopping Malls, ganz große Banken und so Hochhäuser und so, all ganz beschissen. Und nicht zuletzt ist sein künstlerischer Einfluss auf mich, der mich dazu treibt, diese kleinen Läden so hochzuhalten, ja. Übrigens hier im Berliner Bürger, wo ich super Bier aus Dresden haben. Und deshalb muss ich nochmal zu dem Thema, ach du Scheiße, zu dem Thema nochmal einbringen. Weil ich weiß, es ist langweilig, ist ja gar kein Thema mehr, was mal in jeder Ecke war, aber ich muss mir einfach ärgern, war das schon alleine mein Beruf. Hier. Mein kleiner Bäcker macht bald zu und schuld daran bist du, weil du niemals bei ihm kaufst, weil ihr nur in die Märkte luft. Mein kleiner Fischladen hat schon zu und schuld daran bist du, weil du nur Fischstäbchen frisst und ja nicht mehr weißt, was Fisch überhaupt ist. Mein kleiner Tischler, der hat zu und schuld bin ich und du, denn irgendwie sind wir krank und rennen zu Ikea für jeden Schrank. Und irgendwann gibt es keine guten Sachen mehr. Ja, irgendwann sind die Straßen menschenleer. Drum rennt nicht zu den Ketten wie die Schafe. Glaub mir, Ignoranz ist die beste Strafe. Mein kleiner Buchladen macht zu und schuld daran bist du, denn du korrupter Klon rennst für jedes Buch zu Amazon. Mein kleiner Fleischer, der hat noch offen, das lässt ja vielleicht hoffen, dass du nicht noch mehr Schuld auf dich lädst und dir ab und zu ein frisches Schnitzel brätst. Denn irgendwann gibt es keine guten Sachen mehr. Ja, irgendwann sind die Straßen menschenleer. Drum rennt nicht zu den Ketten wie die Schafe. Glaub mir, Ignoranz, das ist die beste Strafe. Ist ja so. Verstehst du? Jetzt habe ich ein bisschen gekleckert hier, naja. Muss ich mir nachher einen Wischtuch holen und wegmachen. So einfach lassen sich manchmal Probleme lösen, ja. Manchmal brauchen wir ein bisschen Wischtuch. Aber für das große Problem, also ich weiß nicht, wenn wirklich irgendwas so ist, Mann, da müssen wir echt aufpassen. Also, Kunst kaufen von meinem Cousin, dass sie dann überall verteilt, dass die Leute langsam so umgedreht werden. Und ansonsten vermeidet, ignoriert, boykottiert die großen Ketten. Nochmal so als sozialistischer Aufruf. Und ihr hauen. Ja.